Hallo! Und heute rechnen wir eine Aufgabe aus der Basisqualifikation Industriemeister NTG 2009-1 Aufgabe 4. Auch hier beginnen wir wieder mit dem Herausschreiben der gesuchten Größen. Hier wird eine Masse mit einer bestimmten Geschwindigkeit angehoben. Also, gegeben ist die Masse von 1500 Kilogramm. Die Masse wird mit 24 Meter pro Minute angehoben. Das heißt, die Geschwindigkeit sind 24 Meter pro Minute. Während des Hubvorgangs wird die Masse 4 Sekunden zusätzlich gleichmäßig mit 1,2 Meter pro Sekunde beschleunigt. Also A ist gleich 1,2 Meter pro Sekunde Quadrat beschleunigt. Gesucht ist A die Hubgeschwindigkeit. Und B die Kraft in dem Seil bei der Beschleunigung. Die Seilkraft also. Die Zeit, über die die Beschleunigung wirkt, beträgt 4 Sekunden. T gleich 4 Sekunden. Auch hier versuchen wir uns mal wieder eine Skizze zu machen, um dem Ganzen irgendwie gefühlt beizukommen. Die Masse hier gleich 1500 Kilogramm wird in einem Seil senkrecht nach oben gezogen. Die Geschwindigkeit, mit der es sich bewegt, ist V und dann setzt darüber hinaus noch eine Beschleunigung ein,